Jetzt haben wir auch Bild. Nennt mich Profi-LP. Ich habe gerade eine Stunde, 4 Minuten einen Part aufgenommen. Zu dem wunderschönen Hack Kai, so geht das von den Rocket Beans. Wir haben 4 Level gespielt. Es ist nur Ton. Es ist nur Ton. Ich habe vergessen, bei OBS das Bild zu aktivieren. Bild aus, Bild an. Ich gucke so gerade nach der 1 Stunde 4 auf die Datei. 100 Megabyte. Denke so, hä? Seit wann ist 1 Stunde Mario Hack aufnehmen 100 Megabyte? Es ist nur Ton! Ah, ich habe so viel erzählt und geredet und jetzt ist alles für ein Hintern. Vor allem sind jetzt die ersten 4 Level natürlich mir auch bekannt. Fantastisch. Wir starten einfach den Hack neu. Ich erzähle kurz, was der Hack ist. Der Hack ist eine Art Tutorial von den Rocket Beans. Die Rocket Beans haben ein Videoformat auf YouTube, das heißt Kai, so geht das. Und da spielen sie Kaizo-Hacks. Und haben jetzt auch einen Tutorial-Hack gebaut, der in Kombination mit den Videos, die man dort schauen kann, sozusagen gespielt werden kann. Also das ist jetzt kein Hack, der sozusagen erklärt, hey, du musst das so und so machen, sondern das ist ein Hack mit in Anführungszeichen Kaizo-Leveln, eher so Kaizo-Light-Level. Und ich erzähle einfach, während ich spiele. Und wie gesagt, jetzt kenne ich das halt leider schon, ne? Willkommen bei Kai, so geht das. Dieser Hack ist angepasst an die einzelnen Episoden des Rocket Bean Formats. So, ne? Man muss also theoretisch als Zuschauer, wenn man nicht weiß, wie die Level funktionieren und so, dann muss man das Video gucken, wo die das selber spielen und dabei auch erklären und so weiter. Ja? Habe ich jetzt bisher noch nicht gemacht. Ich habe nur, mir ist nur, mir ist, ich hab nur mitbekommen, dass die diesen Hack gemacht haben. Und ja. Wir saßen vorhin gut 10 Minuten hier an diesem Double Shell Jump, möchte ich nur kurz erwähnen. Es gibt hier eine Möglichkeit, außen rum zu gehen, wenn man den nicht machen kann. Aber an sich kann ich ihn. An sich kann ich ihn. Ganz ohne Save States habe ich dieses Level übrigens vorher nicht geschafft. Ich werde euch gleich sagen, wo ich den Save State gesetzt habe. Ich hoffe, ich meine, ich will jetzt eigentlich nicht nochmal eine neue Stunde komplett aufnehmen. Das ärgert mich gerade übelst, weil man hat eh schon keine Zeit. Dann rafft man sich mal auf, wieder was aufzunehmen, ne? Und dann sowas. Ich habe jetzt eine komplette Stunde. Ich habe jetzt eine komplette Stunde einfach verschwendet. Es ist zum Kübeln. Aber ja. Es ist halt so. Dadurch ist jetzt auch eine Stelle natürlich anders. Im zweiten Level gab es einen Abschnitt, wo ich sehr lange nicht wusste, was ich machen muss. Jetzt weiß ich es natürlich mittlerweile, weil ich das Level ja mittlerweile geschafft habe. Aber ja, ist halt so. Meine, dadurch wird der Part jetzt kürzer, weil ich jetzt weiß, was ich tun muss. Und wir garantiert nicht so lange brauchen werden. Aber ja. Ach, ist das ärgerlich. Ach, ist das ärgerlich. Was? Ah, da könnte ich mich immer aufregen. Ja, das ist furchtbar. Der Hass eines jeden Content-Producers. Man nimmt auf und hat keinen Ton. Hat kein Bild. Das ist ja das Ding. Wenn ich keinen Ton hätte, könnte ich es nachsynchronisieren oder sonst was. Das wäre noch eine Möglichkeit, aber wenn du kein Bild hast, ist halt vorbei. Ich kann euch jetzt ein Audio-Hörspiel hochladen. Ach, es ist zum Kotzen. So, kriegen wir den jetzt hin? Nein. Natürlich nicht. Oh Mann. Aber gut. Was ich auch gesagt habe, vielleicht machen wir es so grundsätzlich, dass ich immer so ein bisschen, nachdem ich so ein Level gespielt habe, also nachdem ich einen Part praktisch aufgenommen habe, das wird jetzt auch nicht regelmäßig kommen,
immer mal zwischendurch so ein bisschen. Ne? Ich weiß, ich habe ja mittlerweile, habe ich auch vorhin erzählt, jetzt haben wir gut 4 Projekte am Laufen. Wir haben Hyrule Warriors als Story-Projekt. Wir haben I Wanna Maker als ja, Zusatzprojekt. Wir haben wieder Isaac angefangen. Und das wäre jetzt mein Projekt Nummer 4. Und eigentlich wollte ich auch mal Ori langsam anfangen. Aber Ori machen wir nach Hyrule Warriors. Das ist schon mal ganz klar. Das ist dann das nächste ja, Story-Projekt sozusagen. Aber ja, es ist wie es ist. Die Stunde ist futsch. Fantastisch. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als eine Stunde komplett zu verschwenden. Eine ganze Stunde, ein 24. eines Tages. Weg. Nutzlos. Komplett nutzlos. Ich hätte in der Zeit alles andere machen können. Ich hätte eine Stunde Unterricht vorbereiten können. Weg. Die Stunde ist einfach weg. Die Stunde ist einfach weg. Hilft aber nichts. Brauchen wir uns gar nicht aufregen. So, sie ist halt weg. Ah. Dafür habe ich jetzt einen besseren Videopart. Namen. Ey, es ist... Das ist frustrierend. Das ist so frustrierend. So, hier habe ich ein State gesetzt. Hier kommt jetzt eine Stelle, danach kommt das Ziel. Das Ding ist, es kommt wirklich gleich das Ziel. Aber trotzdem ist die Stelle enorm schwierig. Wir werden es jetzt erstmal ohne State probieren, weil wir jetzt ja noch Zeit haben. Aber irgendwann hatte ich keine Geduld mehr. Es kommen jetzt 3 solche Sprünge. Ich muss auf die Shell springen, ohne sie zu grabben, obviously. Das heißt, ich darf die Sprungtaste nicht drücken. Wenn ich von der Shell wegspringe, muss ich die Sprungtaste drücken, damit ich, also nicht die Sprungtaste, sondern die Grab-Taste praktisch, dass ich wieder schneller rüberkomme und die nächste machen muss. Und dann muss ich wieder loslassen. Und das halt zu koordinieren ist unfassbar schwierig. Mal gucken. Yo! Yo, wir haben das Level ohne Safe States geschafft, anders als in der Aufnahme vorhin. Und wir sind bei 7 Minuten. Vorhin war ich hier bei 20 Minuten. Yo, okay. Dann ist es ja gar nicht so schlecht, dass ich das komplett versaut habe, weil dann habt ihr jetzt weniger Aufregepotenzial. Ich habe so lange gebraucht vorhin und dann habe ich irgendwann gesagt, ich setze Safe States ein. Ja, gut. Cool. Nehme ich. Ist okay. We grabs. Auch das Level. Ich kenne bis Level 4 kenne ich jetzt alles, ne? Aber das geht jetzt hier auch schneller. Ich sage euch gleich die Stelle, wo ich nicht wusste, was ich machen muss. Wenn wir irgendwann mal hinkommen und ich nicht vorher die ganze Zeit verrecke. Ich überlege jetzt auch krampfhaft, was ich noch so alles erzählt habe. Ich habe über einiges geredet. Aber ich weiß beim besten Willen nicht mehr, was es alles war. Manche Dinge werden jetzt einfach für immer im YouTube Nirvana bleiben. Eigentlich ist es nicht mehr im YouTube Nirvana, weil es ist ja nicht mal hochgeladen. Es ist ja schon wieder gelöscht sogar. Also es ist, ich kann es nicht mal mehr rekonstruieren. Ich habe schon gelöscht vor Wut. Ach ja. Mann, 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 ey. Ah ja, der Hack ist nicht auf SMW Central, sondern den gibt es einfach auf so eine, ich glaube, es ist eine GitHub-Seite von den Rocket Beans. Link ist aber ganz normal in der Beschreibung. Wenn ihr den also auch spielen wollt, dann ist da die BPS zum Runterladen. Die ihr dann mit Luna IPS, mit so einem Programm jedenfalls halt entpacken müsst. Aber die, das ist es gleich wie Hacks von SMW Central. Das ist nichts anderes. Wenn ihr das selber spielen wollt. Kennt ihr an sich, ja. Aber ja. Ach so, worüber ich auch geredet habe, was man vielleicht hört, ich habe mein Mikrofon wieder. Ich muss nicht mehr über das Laptop-Mikrofon aufnehmen. Das ging enorm schnell. Ich habe am
Dienstag war es, glaube ich, habe ich die Folgen aufgenommen, die beiden Isaac-Folgen, ohne mein Mikrofon, also ohne mein Headset-Mikrofon, weil da ging es mir vorher kaputt. Und habe an dem Tag dann auch noch Amazon angeschrieben, so von wegen, hey, von meinem kürzlich gekauften Headset hat das Mikrofon einen Abgang gemacht. So, und dann haben die gesagt, ja, okay, hier ist, du kriegst eine kostenlose Ersatzlieferung. Das war schon mal okay, cool, so ganz ohne nachzuhaken. Und ich soll es einschicken. So, habe ich gedacht, okay, wenn ich es einschicke, gucken die sich das an, entweder reparieren sie es oder es gibt halt dann die Ersatzlieferung. Dann, am nächsten Tag war es neue Mikrofone in der Post. Yo. Also, wirklich komplett ohne Prüfung. Ich meine, es ist jetzt nicht das Teuerste. Die scheinen sich das wirklich leisten zu können. Aber so komplett ohne Überprüfung, ob der einem jetzt hier einen Bären aufbindet, schicken die einfach direkt neues Mikrofon los. Das ist... Weiß ich nicht. Für Kundenservice technisch natürlich super. Gar keine Frage. Aber ich meine, das öffnet doch Betrügern Tür und Tor. Also, einfach so, ja, hey, Mikrofon ist übrigens kaputt. Ja, okay, kriegst ein neues. What the hell? Ich wette, hundertprozentig gucken die sich nicht mal das Produkt an, was ich jetzt zurückgeschickt habe. Die schmeißen die Schachtel ungeöffnet weg. Ich könnte wahrscheinlich Steine reinlegen. Man müsste es fast mal ausprobieren. Einfach um das offen zu legen. Ich glaube nicht, dass die Schachtel aufmachen, reingucken, testen, ist das Mikrofon wirklich kaputt. Ich glaube, die sehen dieses Return-Package-Ding und das war's. Dann schmeißen sie es einfach weg. Ich wette, so läuft das ab. Ich meine, ich habe natürlich das Headset reingelegt, so. Also das würde ich mich niemals trauen, aber es würde mich echt interessieren, ob das auffallen würde, wenn man da irgendwie einfach nur, weiß ich nicht, einen Sack Reis reinlegt oder so. Dass es halt ein bisschen schwer sich anfühlt, ne, als wäre da ein Headset drin. Also keine Ahnung. Schicken die einfach sofort das neue Gerät. Ich meine, ich finde es cool, dass das neue Gerät schon da ist, so muss ich nicht mit dem Laptop aufnehmen, aber... Ja. Ah, endlich. So, hier kommt jetzt eine Stelle. Ich setze jetzt einen Safe-Set, aber nicht, weil ich die Stelle schwierig ist, sondern weil ich euch was zeigen will. Ich nehme an, gedacht ist die Stelle so. So ist sie hundertprozentig gedacht. Aber ihr könnt es euch jetzt auch denken. Die ist halt überhaupt nicht durchdacht, weil du kannst ja einfach den hier machen. Ne? Also da war ich auch ein bisschen überfragt von und habe mir gedacht, hä, kann ich nicht einfach hier so rüberspringen? Und ja, kann man. Okay. Jetzt kommt gleich die Stelle, wo ich erstmal sehr ratlos war. Wo ich bestimmt 10 Minuten lang probiert habe und nicht wusste, was ich tun soll. Aber mittlerweile weiß ich, was ich tun soll, also denke ich, werden wir auch die Stelle vielleicht jetzt ohne Self-State machen. Müssen wir mal gucken. Und zwar der Abschnitt hier. Man muss hier Anlauf nehmen. Dann die Shell gegen die Wand. Macht so ein... Oh, man muss nicht mal Anlauf! Okay, das ist jetzt auch noch neu für mich gewesen. Ich kann das ohne Anlauf schaffen, glaube ich. Ich glaube, das kann man ohne Anlauf schaffen. Aber ich hatte ganz lange große Probleme, rauszufinden, wie ich da durchkomme, sodass ich wirklich schnell genug darüber komme. Ah, das ist krass. Dann werden wir das jetzt auch ohne Safe State spielen. Okay. Dann wird es vom Spielen her qualitativ ein bisschen besser, dieser Videopart. Weil ich dann nicht so viel rumstate. Und wir halt, dann ist das Video insgesamt kürzer, wir schaffen das Gleiche. Soll mir auch wieder recht sein. Aber trotzdem ist es halt enorm ärgerlich, die Stunde ist halt trotzdem weg, so daran ändert sich nichts. Na und irgendwann habe ich dann halt hier nach diesem Sprung hier, weil ich keine Lust hatte, immer wieder hinzuspielen, auch wenn es
Ihr seht ja, es ist eine Sache von 10 Sekunden. Aber irgendwann hatte ich einfach keine Lust mehr und habe dann hier an der Stelle ein Safe State gesetzt. Mache ich jetzt nicht. Aber das wäre gerade interessant. Scheinbar geht das auch ohne, dass man schnell ist. Weil das hat halt auch nochmal zusätzlich genervt, dass man die ganze Zeit da Anlauf nehmen musste. Aber scheinbar geht es auch ohne. Wenn ich jetzt halt in die richtige Richtung werfen würde. Jetzt muss ich nochmal probieren, ob das funktioniert, wie ich mir das gerade gedacht habe. Ja, das geht. Ich behalte die Geschwindigkeit bei. Ich hätte jetzt nur nicht hochspringen dürfen. Okay. Dann funktioniert das. Auch interessant. Ja, mal gucken, wie lange wir brauchen. Ich meine, wir sind vom Part her sind wir immer noch in der Stelle, wo ich im anderen Part noch das erste Level gespielt habe, ne? Wo ich noch mich an diesen... Ja, nice! Ja, nice! Und da ist nämlich das Ziel. Das funktioniert. Okay, wir kommen ohne States durch. Cool. Das dritte Level habe ich ohne States geschafft. Kann ich schon mal spoilern. Das werde ich auch jetzt wieder ohne States schaffen. Das ist nicht so schwierig. Und das vierte Level habe ich auch ohne Safe States geschafft. Ja, cool. Nee, Quatsch. Das vierte Level habe ich nicht ohne Safe States geschafft. Da habe ich auch einen State gesetzt. Dann mal gucken, ob wir den setzen. Der ist nach einer etwas nervigen Stelle, habe ich den gesetzt. Aber da wir jetzt ein bisschen mehr Videozeit haben... Nein! Aber da wir jetzt ein bisschen mehr Videozeit haben, im Vergleich zu vorhin wird es jetzt auf jeden Fall kein Stundenpart mehr, können wir das eigentlich auch angehen. Und erstmal gucken, dass wir es ohne States spielen. Wäre halt cool, wenn ich vieles ohne States hier mache, ne? Das fände ich schon cool. Aber da merkt man wirklich, also jetzt verglichen, den Vergleich seht ihr jetzt halt nicht. Aber verglichen mit der Stunde, die ich gerade eben aufgenommen habe, ist es spielerisch halt deutlich besser geworden. Also insofern hat mich der Hack schon ein bisschen trainiert, was das angeht. Easy. Das hat vorhin so lange gedauert. Wir waren vorhin. Vorhin. Vorhin war diese Stelle... Beenden des Ziels hier waren wir bei 40 Minuten. Wir sind jetzt immer noch da, wo ich vorhin noch im ersten Level war. Wir haben für dieses Level auch nochmal 20 Minuten gebraucht, weil ich, wie gesagt, 10 Minuten lang rumprobiert habe, wie diese Stelle geht. Klar, das wusste ich jetzt. Okay, das Spin-Jump-Level war ganz cool. Da habe ich nicht allzu lange gebraucht. Da geht es wirklich nur so um Spin-Jumps. Das ist nichts. Ich würde es nicht mal als... Es ist so ein bisschen Kaizo, aber nicht so wirklich wildes Kaizo. Hätte es eher als hart bezeichnet. Also, ne, very hard sozusagen, aber nicht Kaizo. Weil es halt, die Level sind halt sehr kurz, habt ihr auch schon gemerkt. Die Level sind halt sehr kurz, es gibt schnell einen Midway Point. Also man schafft es an sich, wenn man... sich ein bisschen anstrengen. Und ich bin jetzt gerade echt happy, dass wir die anderen Sachen hier ohne Safe States gespielt haben. Das ist cool. Das ist cool, dass das funktioniert hat. Bin ich zufrieden mit. Dann war es insofern das ja doch wert. Also nicht wert, aber ja. Dann ist es die Stunde wert, sie zu investieren, sozusagen. Das ist jetzt ein schöneres... Also jetzt wird es halt ein schöneres Video, bin ich der Meinung. Jetzt wird es ein wirklich schöneres Video. Das ist, für euch ein bisschen ärgerlich vielleicht, weil es für mich nicht mehr blind ist. Ich werde den Part trotzdem blind nennen, weil das Projekt ist für mich blind. Aber... ja. Das ist die einzige etwas kritische Stelle und der Rest ist easy. Bevor ich sterbe jetzt. Ach komm! Ach komm, das haben wir vorhin so schön gemacht. Na gut. Na gut. Na gut. Brauchen wir halt zwei Anläufe mehr. Nein! Ach komm, das lief vorhin so schön. Aber ist okay. Ich weiß ja, wie es geht. Es ist alles nicht schlimm. Alles nichts Wildes. Ihr seht es ja selber.
Nach dem Podobo, den ihr gerade gesehen habt, kommt dann auch schon der Podobo. Ne? Das war das Level. Und jetzt! Jetzt schließen wir gerade im ersten Video, was ihr nicht sehen konntet. Jetzt schließen wir gerade im ersten Video das erste Level ab. Wasserlevel. So, jetzt werdet ihr leider meine Überraschung nicht mehr sehen können, was ein bisschen ärgerlich ist. Aber als ich hier diese Ranken gesehen habe, habe ich so gedacht, nö. Und habe gedacht, ich guck mal. Und ja, sie haben nicht daran gedacht, das hier zuzubauen. Man kann das komplette Level unterschwimmen. Ich zeige euch das jetzt aber nochmal. Weil es nämlich ganz cool ist. Nicht, weil es cool ist, unter dem Level durchzuschwimmen. Das Level ist an sich auch ganz cool gewesen. Also das, was wir gerade sehen, das kommt alles noch, ne? Hier, das kommt alles noch. Sieht länger aus, als es ist. Das wirkt nur immer so bei einem Wasserlevel. Wirkt es immer nur so lang. Aber ist es gar nicht. Hier ist dann das Ziel. Und dann habe ich gedacht, okay. Wofür ist der P-Switch hier eigentlich da? Ist mir dann auch gekommen, da war ein Yoshi, also muss man das mit der Zunge nachher grabben. Der ist an sich gar nicht für mich jetzt hier gedacht als Mario. Aber dann bin ich hier noch ein bisschen weiter geschwommen. Und dann kam das hier. Und dann habe ich so, hä? Was ist denn jetzt los? Und dann bin ich immer so ein bisschen rumgeschwommen. Und habe mich immer ein bisschen umgeguckt und dann kam das hier. Und dann dachte ich mir erst recht so, hä? Was ist denn jetzt los? Und nein! Ich spule kurz zurück, weil ich will euch das nur zeigen. Hier wurden also noch Sachen gebaut, die da nicht verwendet wurden. Wir haben hier sozusagen ein Secret gefunden. Ein inoffizielles Secret. Ah, das wurde nicht verwendet hier, das ganze Zeug. Alles, was hier kommt, wurde nicht verwendet. Also man muss nicht hier durchschwimmen. Muss man einfach nicht. Kann man machen, aber das wurde dann nicht mal verwendet. Scheinbar war es dann zu schwer, ich weiß es nicht. Ne, aber wurde nicht verwendet. Mich würde nur mal interessieren, das habe ich vorher nicht ausprobiert, aber jetzt haben wir die Zeit. Jetzt haben wir die Zeit. Mich würde mal interessieren, ob die Röhre begehbar ist. Also ob die Röhre, ne, ob die funktioniert. Aber scheinbar sind die da selber nicht so gut durchgekommen und haben es dann rausgenommen. Ich weiß es nicht. Aber interessant zu sehen, ne? Interessant zu sehen, was da so gebaut wurde noch. Wahrscheinlich haben sie es wirklich dann für zu schwer empfunden und gesagt, nee, können wir nicht einbauen, lassen wir raus. Ach, komm schon. Ich krieg's nicht hin. Aber genau deswegen haben sie es wahrscheinlich gemacht. Es ist schon nicht so einfach. Muss man schon sagen, es ist schon nicht so einfach. Gibt's doch nicht. Also möglich muss es doch sein. Oder geht es vielleicht nicht und sie haben es deswegen rausgenommen. Nee, okay. Ne, so viel dazu. So, ich will nur die Röhre mal austesten. Oha! Die muss dann in die... Soll man hier sein? Oh Gott. Ach komm. Geht das so? Hä? Hey.
Okay, also da ist dann scheinbar nicht weitergebaut worden, was immer das sein sollte. Hier wurde obviously nicht weitergebaut. Okay, gut, spielen wir das Level nochmal. Was immer das da hinten sein sollte. Aber das wäre ja interessant, dass man durch die Röhre so konnte und dass es dann dahin geführt hat. Das muss irgendeine alte Verlinkung sein. Die, ja. LOL! Das war die Stelle, wo ich vorhin ein Safe-Set gesetzt habe, weil ich gesagt habe, ich will nicht mehr durch die Ranken durch. So viel dazu. So viel dazu. Lul. Okay, cool. Dann spielen wir das Level auch ohne Safe-States jetzt scheinbar. Weil das war jetzt nicht mehr das Problem, da durchzukommen. Okay. Das ging vorhin, ging das deutlich schwieriger. Ja, moin. Und vorne habe ich hier, ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe. Ich habe hier vorhin, das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht. Ich habe hier vorhin so einen, wie sagt man, ich bin da durch die Ecke durch. Ich krieg's nicht mehr hin. Ich krieg's nicht mehr rekonstruiert. Vorhin bin ich einfach hier losgeschwommen und bin durch die Ecke durch. Und dachte so, ja moin, das ist doch eigentlich voll schwierig. Und ja, krieg's nicht mehr hin. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ich komme nicht mehr durch. Ich meine, ich muss es auch nicht, aber das war so voll die Überraschung. Und jetzt seht ihr es nicht. Dafür habt ihr jetzt halt keine Stunde Videomaterial, Gott sei Dank. Für die paar Level. Ja, nee, keine Ahnung, okay. Ah, das war nicht so gut. Was habe ich mich denn vorhin bei den Ranken so angestellt? Wieso komme ich jetzt einfach durch? Ich meine, ich bin froh drüber, aber... Was habe ich vorhin gemacht? Wer hat denn da vorhin das gespielt? Ich meine, ich war vorhin so viel schlechter. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. Trotzdem ärgert mich die Stunde. Mich ärgert die Stunde, aber ich bin gerade echt versöhnt, dadurch, dass der Part jetzt um ein Vielfaches ansehnlicher geworden ist. Um ein Vielfaches. Also das könnt ihr mir glauben. Ich meine, es ist in dem Sinne ärgerlich, dass ich jetzt halt die Sachen schon kenne. Na? Das ist klar. Dass ich jetzt nicht mehr rätseln muss, wie geht die und die Stelle. So, das fällt jetzt raus. Aber... Im Falle von dem Höhlenlevel, wo man da diesen Shell-Sprung machen musste. Ja. Ich sag mal, hätte ich das Wissen noch gehabt, wie das funktioniert, dann würde ich da ja auch nicht lange überlegen, wie das geht. Weil es sind ja keine Puzzle in dem Sinne, sondern man muss sich halt ein bisschen mit den Kaizo-Tricks auskennen. Oder ansonsten halt die Videos gucken. Na, wenn man die Videos von den Rocket Beans dazu schaut... dann wird es daher wahrscheinlich eben auch erklärt, wie das alles gedacht ist. So, runter, 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 okay. Hier habe ich mich gefragt, warum hier zwei Blöcke sind. Aber dann ist es mir gekommen. Wahrscheinlich, wenn man es einmal versaut. So wie hier. Dann hat mir noch einen zweiten zur Verfügung. Jetzt darf ich es aber nicht nochmal versauen. Okay. Doch, das war es jetzt nämlich. Midway Point, do. Einmal sterbe ich jetzt, einfach um euch zu demonstrieren, was für Profis diesen Hack gebaut haben. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Ihr seht es noch ein paar Mal. Ja, ich werde noch ein paar Mal sterben. Wieso habe ich eigentlich... Wieso wollte ich zur Demonstration sterben? Ich meine, ich sterbe hier noch ein paar Mal. Die Stelle ist auch fies. Mal gucken, ob ich jetzt besser durchkomme. Ich habe eine Strategie mittlerweile entwickelt. Die ziehen hier rüber, dann ziehen sie hier durch. Und dann gehe ich hoch. Dann gehen die hoch und dann gehe ich durch. Ja, nice. Das hat ja sogar funktioniert auf Anhieb. Stabil. Da habe ich vorhin auch eine Weile gebraucht. Dann kommt hier so eine normale Yoshi-Fütterungsstelle. Nichts Schwieriges jetzt mehr. Nein, 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 nein. Ah, da war keine... Ich wusste nicht mehr, ob da Abgrund war. Ist gar kein Abgrund, keine Panik. Alles gut. So, komm mit.
Nein. Nein. Ja. So. No! Das war saudumm. Aber ihr seht schon, die Level sind extremst kurz. Ist halt wirklich ein Kaizo-Tutorial, ne? Oh Gott, jetzt haben die... Ja, die sind jetzt ganz ungünstig. Ja. Aber ich bin mal gespannt, was noch alles kommt. Es sind 24 Level. Ja, wir sind mal gespannt, was alles kommt. Oha. Oha, das ist mir vorher noch nie passiert. That never happened before. Aber ungefähr an der Stelle des Videos habe ich angefangen zu rätseln. Cool, so geht's auch, okay. Ungefähr an der Stelle des Videos habe ich, also von der Zeit her, habe ich vorhin angefangen zu rätseln, wie diese Shell-Stelle in der Höhle funktioniert. Ja, wir sind jetzt bei 30 Minuten gerade mal. Also, der Part ist jetzt einfach halb so lang. Der Part wird jetzt einfach halb so lang sein, wie vorhin. Das ist halt so viel anschaubarer. Nur das Rätseln fehlt halt. Also, das Rätseln, wie gewisse Stellen funktionieren, das ist ein bisschen ärgerlich. Ansonsten bin ich eigentlich jetzt zufrieden mit der zweiten Aufnahme. Es ist nach wie vor ärgerlich, dass... Nein! Oh, ich hoffe, der kommt wieder. Okay. So, jetzt haben wir das Level geschafft. Jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Es kommt noch eine Gefahr, und zwar die Fische hier, aber da bin ich vorhin easy durchgekommen. Ich hoffe, dass ich jetzt auch easy durchkomme. Ja. That's it. Ja, dann, diesmal mit Bild. Jetzt haben wir halt 1,5 Stunden dafür verwendet, anstatt 1 Stunde. Gut. Jetzt könnte man fast sagen, ich gucke noch das nächste Level rein, dann ist noch ein Teil blind. Dann kann ich auch das Video blind nennen. Ja, komm, machen wir so. Kaizo Blocks. Kommt jetzt das Holz, das Waldlevel? Ja, okay, jetzt kommt das Waldlevel, was wir vorhin... Ja, das ist jetzt neu für mich. Also ab jetzt ist neu. Ab jetzt ist alles neu. Na klar. Ich bin runtergefallen. Ich wollte noch mal einen angucken, ob da noch einer ist, aber... Hab nichts festgestellt. Na! Ne, da kann ich einfach rüber. Okay. Ich wette, ich komme nicht ran. Ja, natürlich. Okay, da ist nix. Dann kann ich da so rüber. Wollte gerade sagen. Kritische. Ich laufe einfach runter. Oh! Okay. Okay. Da ist mein Herz ganz kurz stehen geblieben.
Ich laufe einfach runter, ne? So viel dazu. Wie mache ich denn das jetzt dann? Ja, so nicht. Wie mache ich denn die Stelle jetzt? Geht das eigentlich komplett ohne den Block auszulösen? Ah, dann löst man den aus. Ja, nee, okay, ich glaube, den ersten muss man auslösen. Ach. Ich frage mich, ob hier in dem Sprungabschnitt ein Block ist, weil bisher habe ich keinen getriggert. Okay, den ersten muss man auslösen, den zweiten, der ist dann egal. Okay. Got it. Ich wette, hier ist in der Lücke, wenn ich da hochspringe, ist bestimmt ein Block, deswegen klettere ich da lieber hoch. So, aber was mache ich denn jetzt hier? Ach, vielleicht kann ich direkt von hier darüber springen. Ah, da ist aber der da im Weg. Okay, bei der Stelle bin ich gerade ein bisschen überfragt. Aber es ist ja auch gut, wenn wir in dem Part nochmal etwas über... noch mal, noch den habe ich bisher nicht ausgelöst. Okay. Ja. Alles klar. Wir werden hier auch gleich noch einen finden. Wenn wir noch ein paar Mal hier hinkommen. So. Oder kann ich oben drüber? Oh. Nee. Oben drüber kann man nicht. Aber ich werde doch auf... Also ich kann doch keine kleinen Sprünge machen bei sowas. Ich lande doch auf jeden Fall da drin. Hä? Man muss das irgendwie überspringen können. Oh Mist. Das muss man irgendwie überspringen können. Da habe ich mir jetzt echt nochmal ein gutes Level ausgesucht zum Reinschnuppern. Ach. Come on. Oder gibt es irgendwo einen Pilz, den ich nicht gesehen habe? Okay, eine Idee hätte ich noch. Und zwar mit dem ganz linken Notenblock. Damit könnte was funktionieren. Oh. Damit könnte was funktionieren. Das muss ich ausprobieren. So kommen wir dann natürlich doch wieder bei der Stunde an. Aber dann mit 5 Leveln. Und diesmal mit Bild. Was wollen wir mehr? So. Nein, es haut nicht so hin, wie ich mir das vorstelle. Das ist jetzt halt wieder so ein Moment, wo ich nicht weiß, ob das, was ich mache, richtig ist. Oder nicht. Ha. Huh. Ja, aber so in der Richtung. Und dann noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit.
Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Ansonsten, ach Mann. Ansonsten wüsste ich nicht, wie das gehen soll. Na. Ansonsten wüsste ich nicht, wie das gehen soll. Ja, okay, nice. Ja, es war klar. Aber sehr nice. Wo ist denn da keiner? Aha, ganz außen ist schon mal keiner. Aber was ich ja machen könnte, wäre ja folgendes. Ne? Der Mond ist natürlich sehr vertrauenserweckend. Aber ich muss da so oder so landen. Jo, was tue ich denn? Kann ich nicht vielleicht, kann ich auch einfach vom ganz vom Ra- Ah. Kann ich auch, okay. Hä? Irgendwas ist da komisch. Nee, ist doch nichts komisch. Doch, da ist eine Wand. Da ist eine unsichtbare Wand. Hat er die Blöcke vielleicht irgendwie ausgelöst? Kann sein, ich weiß es nicht. Kann man sich den holen oder nicht? Könnte man sich holen. Ah, vielleicht auch nicht. Hä, aber dass man... Man kann doch normalerweise berührt man doch die unsichtbaren Blöcke nicht schon, weil guck mal, ich bleib da hängen. Ich bleib da mitten in der Luft, bleib ich hängen. Das ist ja interessant. Ja, als ob die schon da wären. Ist das normal? Ach komm, wir lassen's. Oh, von hier komme ich ran. Moin. So nicht. Aber vielleicht sind die genauso fest. Vielleicht sind um den Mond rum auch solche Blöcke. Und deswegen... Ah, das wird sein. Um den Mond rum sind auch solche Blöcke. Und dann kommt man da wahrscheinlich wirklich nicht rein. Ich möchte trotzdem jetzt einmal probieren. Nee, okay. Lassen wir's. Ich meine, wir können es mit Safe States mal kurz probieren. Wir probieren es mal kurz mit Safe States. Aber meine Theorie ist, dass um den Mond rum auch solche Dinger sind. Ach, jetzt. Man merkt es eigentlich ja schon von der Seite, dass man da nicht reinkommt, ne? Man merkt es eigentlich schon von der Seite. Ja, da gibt es eigentlich macht Mario überhaupt keine Anstalten, sich da reinzudrücken. Ja, nee, okay, ist in Ordnung. Gut. Geht nicht. Okay, irgendwie sind mir die Blöcke hier jetzt nicht so geheuer. Weil warum sollte ich die jetzt... Ich meine, gut, okay, aber... Irgendwas... Okay. Okay. Hey! Da war wieder ein Unsichtbarer. Aber dann sind die Unsichtbaren trotzdem da? War das schon immer so? Ich habe schon wieder das Gefühl, dass ich das Spiel nicht kenne. Dann lösen wir den jetzt erstmal aus. Jo, wie mache ich das denn jetzt aber dann? Yeeks! Okay, so. Muss ich an den P-Switch ran? Ja, und dann ist das Ziel hier.
Okay, die Röhre hat jetzt kein Interesse mehr an mir. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich weiß wirklich nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Ich verstehe die Blöcke hier nicht, als ob da hier ein Troll sein könnte, aber da ist kein Troll. Auch hier ist kein Troll. Außer natürlich versteckte Blöcke. Ich löse jetzt mal alle aus. Aber wo ist hier der Troll? Versteht ihr? Ich verstehe nicht, warum. Soll wahrscheinlich einfach kurz Normalität signalisieren und dann kommt halt wieder der Troll da oben. So, was wird's wohl sein? Okay, wir machen einen ganz kleinen Sprung. Okay. I gotcha. Machen wir halt einen mittleren. Ich habe gerade eine ganz andere Idee, wie ich das angehen könnte. Ja. Not like this. Es gibt so. Da durchkommen ist echt nicht so einfach. Aber ich würde fast sagen, man muss wirklich vorher den P-Switch auslösen, damit die Blöcke dann zu Münzen werden. Weil dann kann ich durchspringen. Oh. Da ist auch. Da ist überall einer, ne? Da ist überall einer. Ich muss den wirklich vorher drücken. Da ist überall einer, okay. Ach, jetzt mache ich hier wieder Quatsch. Dann wäre es vielleicht wirklich sinnvoll, die jetzt schon auszulösen. Ja! Nein, ich bin dumm, ich muss weiterspringen. Aber so, das ist der Weg, den wir gehen wollen. Yo, Speedrun Tricks. Okay. Ach, warte! Ich kann ja den hier machen. Jetzt komme ich doch einfach rüber, oder? Yay! So geht's auch. Okay. Hier, irgendwas passiert hier noch. Ich werde hier nicht einfach durchkommen. Was? Ich habe mit viel gerechnet, aber damit nicht. Muss ich einen P-Jump machen? Ich habe wirklich mit viel gerechnet.
Aber damit nicht. Okay. Nein. Ja, so machen wir die Stunde natürlich dann doch wieder voll. Aber immerhin diesmal eine Stunde mit Bild. Ich meine, ich finde, Kaiserblöcke sind jetzt kein gutes Level-Konzept, ne? Muss ich dazu sagen. Bin da kein Fan von. Aber was muss ich denn hier machen? Wie viel ist hier wirklich fest und wie viel nicht? Ist hier Boden? Hier ist Boden. Dann muss ich einfach springen. Okay, dann muss ich einfach Anlauf nehmen und springen. Okay, alles klar. Dann machen wir es uns gar nicht zu kompliziert mit Peach Jumps oder sonst irgendwas. Hui! Nein! What? Das Level ist da noch gar nicht zu Ende. Ach so. Ach so. Zu spät gesehen. Ich muss da dann hoch und... Ach so, okay, weil ich muss das Ziel von oben auslösen. Das ist... Wow! Ich muss das Ziel von oben auslösen. Das ist wahrscheinlich alles. Ich muss das Ziel von oben auslösen. Mehr wird's nicht sein. Wow, jetzt wäre ich fast in die Manche noch reingerannt. Was nicht so stabil gewesen wäre. So. Jetzt haben wir es aber. Oh, warten. Warten. Ganz wichtig, warten. Hier kann noch was passieren. Ja, man hätte noch von da ins Ziel springen können. Aber jetzt passiert nichts mehr. Okay, gut. Das ist okay. Das ist okay. 23 Minuten für ein Level, was ich noch nicht kannte, was auch noch ein Troll-Level war. Das ist okay. Dann haben wir die erste Reihe, nee, noch nicht die erste Reihe, aber die ersten 5 Level jetzt gespielt. Nächstes Mal, oh Gott, die Disco-Shell. Ich bin gespannt, danke fürs Zuschauen und tschüss.